Jedes Jahr am 22. Februar gedenken Bergleute, deren Freunde und viele Zwickauer der Opfer des folgenschwersten Grubenunglückes der DDR-Geschichte auf dem Zwickauer Hauptfriedhof. 1960 verschütterte eine Explosion im Zwickauer Steinkohlebergwerk Karl Marx 174 Bergmänner in 1100 Meter Tiefe. Die sofort alarmierten Rettungskräfte kämpften sich hinunter in die Schächte, in denen es kaum noch Sauerstoff gab, nur noch Qualm, Feuer, Hitze und die vage Hoffnung, die eingeschlossenen Kumpel lebend bergen zu können. Erst 11 Stunden nach Ausbruch des Brandes gaben die Nachrichtenagenturen der DDR das Unglück bekannt, als offensichtlich war, dass es weder verschwiegen noch bagatellisiert werden konnte. Bis dahin hatten die Rettungsmannschaften 40 Bergleute lebend hochgeholt und 13 Männer totgeborgen. Die schreckliche Bilanz des Unglückes: insgesamt 123 tote Bergleute. Heute erinnern auf dem Firmengelände nur noch ein paar Gebäude an den Bergbau in Zwickau.